einem neuen Update. Wir sind aus Innsbruck wieder zurück und wir haben da hinten sehr, sehr gute Neuigkeiten bekommen. Wir waren ja immer mal wieder so am Zweifeln, was unseren Ofenbauer angeht, weil er uns am Anfang so ein bisschen versetzt hat und da waren wir ja nicht sicher, ob wir bei dem bleiben sollen oder nicht, aber irgendwie immer, wenn wir den getroffen haben, war unser Gefühl eigentlich richtig gut. Und ja, wir waren trotzdem skeptisch, ob er jetzt das Datum von Ende August, Anfang September einhalten kann, was so die Lieferung der ganzen Teile angeht und halt auch den Start mit dem Aufbau hier. Und er hat uns nochmal bestätigt, dass tatsächlich die ganze Ware in der 35. Kalenderwoche ankommen soll. Das ist halt die letzte Woche im August und er möchte auch gleich dann beginnen mit dem Bau des Ofens. Und hinter mir ist, wie man vielleicht erkennen kann, jede Menge Chaos. Und die komplette Wand hier muss natürlich frei sein, wenn er kommt. Und wir möchten im Allgemeinen, dass der Raum etwas freier ist. Vor allem auch dieser Tisch, der hier voll im Weg steht und so, damit die hier genügend Platz zum Aufbau haben. Ich bin schon gespannt, wann die genau kommen werden, weil genau in der Woche sollen wir zum Bully Summer Festival. Und ja, das trifft sich natürlich wieder wundervoll. Das Datum des Bully Summer Festivals ist halt aber ein festes Datum, das können wir leider nicht verschieben. Und hätten wir die Wahl gehabt, also für einen anderen Urlaub, dann hätten wir das wahrscheinlich eher auf eine andere Zeit gelegt. Aber das ist jetzt nun mal so. Und wir finden bestimmt jemanden, der dem Ofenbauer hier jeden Tag dann die Tür öffnen kann, damit der hier arbeiten kann. Genau, aber ich werde mich jetzt erstmal dran machen und hier ein bisschen klar Schiff machen. Das alles irgendwo hinräumen. Diese ganzen Kabeltrommel hier vom Strom, die brauchen wir ja eh aktuell eher oben im Bad. Natürlich packe ich die nicht selbst nach oben, aber ich werde die jetzt hier mal an unsere Tür stellen, damit ich das heute Abend vielleicht mit Marius noch machen kann. Genau, jetzt fange ich erstmal an zu räumen. Und ich kann es euch sagen, die Vorfreude auf diesen Ofen ist einfach nur riesig. Darauf warte ich jetzt schon fast die 6 Jahre, in denen wir hier leben und ich freue mich da sehr, sehr, sehr drauf. Schaut doch schon viel, viel besser aus. Ich habe hier noch die 2 großen Kisten stehen, weil da die Rohre für unseren Ofen drin sind. Die bleiben dann auch erstmal da. Hier steht noch so ein Tisch mit Krams. Mal schauen, ob wir den jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen noch wegholen werden oder was mit dem Zeugs noch ist, weil ja, das eine oder andere brauchen wir noch hier unten, das eine oder andere oben und manches dann auch gar nicht mehr. Oder können das zumindest für eine Zeit in der Scheune lagern. Hier der Platz, wo der Kamin hin soll, ist komplett freigeräumt. Da ist nur noch dieses Stromkabel. Das soll noch da in die Ecke, weil da Anschluss für Fernsehen und alles so hinkommt. Genau, aber ansonsten haben die dann hier, glaube ich, mal genügend Platz, um den Kamin zu bauen. Da hinten stehen jetzt etwas mehr Sachen als davor, aber gut. Ich glaube, die Ecke brauchen sie jetzt nicht unbedingt. Ich denke mal, das Wichtigste ist noch, dass wir hier das alles frei bekommen. Da, wie gesagt, diese Kabeltrommeln, die kommen noch entweder nach oben oder auch in die Scheune. Aber Kabel brauchen wir, glaube ich, hier unten keine mehr, außer nochmal 2 für LED-Leisten. Aber das sind eh andere Kabel. Von daher würde ich mal sagen, Operation für heute gelungen. Zeitraffer gab es wieder mal nicht, weil der Boy wieder nackt rumläuft. Wir sind immer noch am Potty Training, aber irgendwie, ja, mal schauen, wann das klappen wird. Ich habe jedenfalls absolut keine Lust mehr zu wickeln. Wie es im Allgemeinen weitergehen wird, kann ich euch vielleicht auch noch mal ganz kurz erläutern. Am allerwichtigsten ist es für uns persönlich, dass es im Bad jetzt schneller vorangeht als im Wohnzimmer. Also Kamin oder Ofen, wie gesagt, werden wir ja
bauen lassen. Das ist übrigens das allererste, was wir nicht in Eigenleistung machen werden. Und wir sind schon so, so gespannt. Auf der einen Seite, ob alles gut gehen wird. Und auf der anderen Seite, was das für ein Gefühl ist, wann einfach mal so ein Riesenprojekt abgehakt wird, ohne dass man irgendwas dafür machen musste. Naja, verputzen machen wir ja selbst, aber trotzdem ist das so ein kleiner Meilenstein, der einfach mal so richtig zack schnell erledigt wird. Ja, und wenn der Grundofen erstmal steht, ist hier als nächstes diese Fake-Balken an der Decke anbringen angesagt und da auch nochmal ein bisschen Strom verlegen. Da kommt ja eine Deckenleuchte hin. Die liegt auch bereits hier hinten. Ich zeige es euch mal. Das ist die hier. Die kommt hier oben an die Decke ran. Ich denke mal, hier unten wird es immer dann weitergehen, wenn ich irgendwie mal dazu komme, was zu verputzen. Also hier fehlt ja eigentlich, wenn der Kamin erstmal steht und es mit der Decke gemacht ist, wird hier ja größtenteils nur noch verputzt. Dann der Estrich, Boden verlegt und ja, dann ist der Raum quasi fertig, muss noch gestrichen werden und so. Aber es klingt alles jetzt so sehr, sehr kurz. Nur, dass wir genau wissen, dass für die paar kleinen Dinge, die noch fehlen, wieder sehr viel Zeit drauf gehen wird. Ich bin aber immer noch guter Dinge, dass wir Weihnachten eventuell in unserem Wohnzimmer feiern können, wenn uns das Bad nicht so sehr einen Strich durch die Rechnung macht. Aber ja, fürs Bad ist der Plan der, also ich sag dir, das Bad hat Vorrang, das stimmt so halb. Wir wollen die eine Seite im Bad fertig bekommen. Wir haben ja Dusche und Wanne in einer Ecke. Die Ecke soll fertig werden. Die andere Ecke, wo das Klo und das Waschbecken hinkommen, die müssen dann noch nicht ganz so perfekt sein. Das werden wir dann auch nach und nach machen. Aber ja, so die Dusch- und die Wannenseite, die sollten doch schon auch jetzt recht zeitig gemacht sein. Aber wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt, wie das alles vorangehen wird und wie weit wir am Ende dieses Jahres sein werden. Hallo ihr Lieben, am Baustellen-Samstag. Maris ist gerade dabei, Schutt wegzubringen und ich werde mich jetzt der Steinwand hier mal widmen. Ich werde jetzt noch hier überall, wo so noch irgendwie was in den Fugen drin hängt, das rausnehmen, entweder so per Hand oder mit der Drahtbürste, wie es halt gerade am besten geht. Ich habe mir nämlich Trasskalk-Maurermörtel bestellt und ich schaue jetzt mal, wie das hier in den Fugen ausschaut. Keine Ahnung, ich hoffe, dass es ziemlich weiß wird und ziemlich hell wird. Und genau, dann werde ich hier die Fugen alle auffüllen. Ich werde das wohl wieder hier mit meiner Spritze machen, weil ich dann sehr gut da in die Löcher überall reinkomme, weil da sind teilweise richtig, richtig tiefe Löcher drin. Da haben bestimmt auch, genau wie hier unten drunter im Wohnzimmer, wieder Mäuse drin gelebt. Und ja, das möchten wir natürlich so stabil wie möglich bekommen. So, dass ich heute wahrscheinlich ganz, ganz viel von diesem Sack verwenden werde. Mal schauen, was mein Durchhaltevermögen so sagt. Ich habe jedenfalls heute Lust auf so eine Friemelarbeit. Maris meint, ich könnte auch, was war's? Ah ja, da unten, seht ihr es vielleicht in der Ecke? Da ist nur so ein großes Loch. Er meinte, ich könnte ja da noch so mit Steinresten zumauern. Darauf habe ich aber irgendwie jetzt gar keine Lust. Eigentlich mauere ich ja gern, aber ja, heute sagt es mir irgendwie nichts und ich habe Lust mit der Steinwand zu beginnen, weil ich genau weiß, es wird heute auf einen Tag eh nicht fertig. Das wird noch sehr viel Arbeit. Und je früher man beginnt, desto früher ist man fertig. Er möchte entweder heute noch oder nächste Woche mit der Wand beginnen, also die einmal grob zu verputzen. Da kommt danach dann auch irgendein Kalk drüber. Kalkglätte kommt da noch drüber. Genau, und mit dem Zeug, mit dem er jetzt verputzen wird oder nächste Woche verputzen wird, wird diese Kalkglätte dann recht gut haften daran. Also die wird natürlich jetzt auch an der rauen Mauer richtig gut haften, aber das wird dann für ihn alles etwas zu uneben. Ich mag das ja, wenn das uneben ist, aber ja, ich verstehe jetzt auch hier mit dem Anschluss mit der Badewanne, dass er das recht gerade haben möchte. Ich lege jetzt einfach mal mit der Steinwand los. Thank you.
nur an der Wand weitergemacht, sondern auch unten an meinem Pflanzenbeet. Das habe ich so schön innenrum nochmal mit einem Draht drin verputzt, damit das alles etwas glatter wird und ein bisschen stabiler. Ich weiß jetzt aber nicht, ob dieser Draht irgendwas zusammenhält. Aber ja, genau. Wir hatten auch ein Learning, was hier unseren Trasskalk angeht. Der bleibt nämlich, wie es ausschaut, ziemlich grau. Also der wird nicht weiß. Was vielleicht gerade so gut ist, weil wir haben noch mal so ein bisschen gegoogelt und als Oberfläche hier wäre der Trasskalk nicht ganz so gut geeignet, sondern da ist es wirklich besser, wenn wir höchstwahrscheinlich auch die Fugen mit Tadellack verputzen werden. Ja, das wird also noch jede Menge Arbeit hier. Vor allem stelle ich mir das schwierig vor, weil der Tadellack muss ja auch noch mal geseift werden und so weiter. Ja, wir werden sehen, wie es funktioniert und vor allem, wie viel wir davon benötigen, weil ich glaube, da geht richtig viel Material drauf. Und ein so ein 25-Kilo-Sack kostet stolze 300 Euro. Ja, das tut sehr, sehr weh und wir dachten, also ich glaube, der Sack selbst ist nicht 300 Euro, aber alles, was irgendwie dazugehört und insgesamt mit dem Seifen und allem, was man sonst noch so dazu benötigt. Da ist auch nur so ein extra Stein mit dabei, den werden wir dann wohl für die Wand nicht unbedingt gebrauchen. Werden wir aber auch noch sehen. Aber mit dem großen Ganzen kommt man auf diese 300 Euro. Ich glaube, der Sack selbst ist so 210 Euro um den Dreh. Und wie es ausschaut, brauchen wir dann nochmal einen zweiten so einen Sack. Und dann sind wir schon nicht mehr bei 300 Euro, sondern bei 550 Euro ungefähr. Mal schauen, ob wir nochmal einen ganzen 25-Kilo-Sack brauchen oder ob auch ein kleinerer Sack reicht. Aber ich würde sagen, ja, wir bestellen den jetzt mal und schauen, wie weit wir hier an der Steinwand kommen. Und ja, was die Flächen angeht, das kann man ja richtig ziemlich gut ausrechnen. Da gibt es ja dann immer so Daten auf der Seite selbst oder auf der Packung selbst. Aber hier ist es halt sehr schwierig sagen, weil hier manchmal super tiefe Fugen sind, manchmal auch wie hier so Stellen, wo fast gar nichts drauf muss. Oder vielleicht muss ich das dann hier nochmal so ein bisschen rausnehmen alles und nochmal drüber mit Tadellack. Genau, ich habe auch nochmal so ein bisschen im Internet geguckt und weder auf Instagram noch auf YouTube noch sonst irgendwo finde ich Leute, die nicht Profi sind und schon mal Tadellack selbst gemacht haben. Doch bei YouTube, glaube ich, sind welche, aber da sind größtenteils die Videos in Englisch. Aber von all denen ist auch niemand, der irgendwie so eine Steinwand hier verfugt hat. Deshalb, ja, wir werden es sehen. Ich würde mal sagen, trotz dass das mit der Steinwand hinter mir nichts geworden ist, ein sehr erfolgreicher Tag, weil die Wand habe ich jetzt fast komplett fertig verputzt. Ich bin noch nicht ganz fertig, oben lang fehlt noch ein Stück und dann da der Teil, aber da muss ich, wie schon in einem anderen Video erwähnt, glaube ich, richtig viel auffüllen und das lasse ich erstmal gerne antrocknen, ja, weil sonst kommt mir das eh immer wieder entgegengefallen. Ja, eine Grinsebacke. Maris hat in der Zeit da unten auch aufgefüllt. Das war ja eigentlich auch nicht für heute geplant. Also, ja, ich würde mal sagen, der Tag ist gut gelaufen. Und im Wohnzimmer hat er noch am Kamin Löcher aufgefüllt, oder? Was noch? Sonst nichts? Nee. Was denn? Die Wand stabilisiert. Die Wand stabilisiert. Weil du gemörtelt hast. Ja. Ja, okay. Super. Er ist immer noch kamerascheu. Naja. Ja. Genau, so viel zu dem heutigen Tag. Ja. Mal schauen. Morgen werde ich das, glaube ich, fertig machen. Und da kommt ja dann noch diese Kalkglätte drüber. Genau. Und gestrichen wird, glaube ich, dann nicht.
nehme ich jetzt mal Stand der Dinge an. Aber das werden wir dann sehen. Ja, da haben wir es auch schon wieder Sonntag und ich möchte euch nicht vorenthalten, was Marius hier gemacht hat, sondern hat er hier, wo das Kaminrohr davor kommt, einmal alles so, wie gestern bereits erwähnt, verputzt, damit es stabiler ist, weil da waren sehr, sehr viele lose Steine drin. Und ja, an den Löchern, die da drin sind, sieht man ja auch, dass da beim Abriss viel entgegengerieselt kam. Und wir sind richtig, richtig froh, dass der Kamin bald kommen wird, weil oben haben wir das jetzt hier ja alles so abgestützt. Und wir haben jetzt bei uns im Zimmer schon so leichte Haarrisse entdeckt, sodass es sich, also es ist natürlich abgestützt, aber trotzdem setzt es sich so ein bisschen. Und wenn jetzt der Kamin darunter steht, dann wird das zum Glück alles wieder stabiler. Nicht, dass die Risse noch größer werden oder so. Gestern haben wir zudem auch noch, ich sehe gerade keinen, wir haben ja hier diese Fake-Holzbalken, die an die Decke kommen. Da haben wir gestern nochmal drüber geredet, wie viele jetzt da rankommen und in welchen Abständen. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass hier dann 4 Balken kommen werden. Da sieht man so leicht diese Linien, wo die Stahlträger liegen. Und das wären dann ungefähr die gleichen Abstände. Ein bisschen schmäler, weil ich glaube, Stahlträger sind es nur 3. Ja, man erkennt es in der Kamera sogar besser als in echt. Und genau, wir wollen aber dann 4 haben, weil im Rest unseres Hauses liegen die Holzbalken halt auch immer ein Stückchen näher aneinander. Wir haben jetzt hier sogar noch einen weiteren Abstand als in den Räumen drüben. Aber ich glaube, das schaut dann trotzdem alles noch glaubwürdig aus. Hätten wir nur 3 genommen, wären die Abstände ein bisschen zu groß gewesen. Für die Statik natürlich immer noch möglich, wahrscheinlich. Aber ja, weil es halt Holz ist und nicht wie jetzt aktuell hier Stahlträger drunter, haben wir uns für den näheren Abstand entschieden. Und wir wollten das eigentlich irgendwie so machen, dass ein Balken da hinten, das ist ja an der Wand geht die Treppe oben lang, dass ein Balken daran anschließt. Es ist mit den Maßen nicht so ganz aufgegangen, aber ich meinte irgendwann, hey, guck dir mal unsere Balken in den anderen Zimmer an. Die liegen auch nicht immer genau parallel und ganz gerade. Da ist manchmal vorne an den Balken ein Abstand von, keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal grob 45 cm und hinten sind es dann 37 cm. Also ja, wie gesagt, gerade liegen die auch nicht, so dass wir mal gucken, wie es ausschaut, wenn wir da vielleicht dann zur Tür hinten ein bisschen größeren Abstand haben und der nächste Balken dann wieder ein bisschen näher dran liegt. Naja, das wird sich, glaube ich, alles so dann mit dem ganzen Prozess entwickeln. Ja, und in 3 Wochen wird ja bereits hier der Kamin gebaut. Ich kann das immer noch nicht so ganz glauben. Genau, und hier am Kamin, genauso wie oben die Wand im Bad, haben wir mit diesem Putz hier verputzt. Wieso? Der ist eigentlich gedacht für, wenn man eine Wandheizung hat. Die Mutter von Marius, also die bauen auch um und die hatten davon noch, ich glaube, 40 Säcke oder so übrig. Haben wir einfach gedacht, okay, nehmen wir. Und ja, weil der Putz, glaube ich, mal ganz gute Eigenschaften hat, haben wir einfach gesagt, dann putzen wir halt auch unsere Wände zum Teil eben damit. Und ja, Bericht erstatten können wir halt noch nicht. Wir wissen ja noch nicht so genau, wie das sich entwickeln wird, aber hier mal so ein paar Daten, die da hinten drauf stehen. Und ich würde mal sagen, das klingt alles ganz vielversprechend. Vielleicht habt ihr ja Erfahrung mit dem Putz und könnt uns mitteilen, wie ihr den findet. Ich finde jedenfalls, er lässt sich super gut verarbeiten. Viel, viel besser als so ein Zementmörtel, wie er da steht. Thank you.
Da sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos. Die Wand habt ihr ja gestern gesehen. Den Teil werde ich, wenn ich heute Abend noch dazu komme, heute Abend noch verputzen. Das blende ich euch aber dann hier im Abspann ein. Ja, und ansonsten verabschiede ich mich auch schon von euch. Wollte aber nochmal Danke sagen für all die super lieben Kommentare, die immer wieder reinkommen. Und bei meinem Q&A war so ein richtig schöner Kommentar dabei, wo es darum ging, dass man hier im Internet immer mal wieder, ab und an mal, besser gesagt, Gleichgesinnte findet und das einfach richtig schön ist und richtig Mut macht. Und das ist auch einer der Hauptgründe, weshalb ich das hier alles noch immer mit der Kamera begleite, weil natürlich ist das alles aufnehmen und schneiden und auch bei Insta die ganzen Stories und Reels, das ist jede Menge Arbeit, aber trotzdem ist es schön, wenn man dann so Leute findet, die eben ja das Gleiche im Leben tun und einen verstehen und mit denen man sich austauschen kann. Das war mein Schlusswort. So viel dazu. Ich hoffe natürlich, dass ihr alle Spaß am Video hattet und dass wir uns im nächsten Update wiedersehen. Ciao!